Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy X 2 HD Perfect Game. Wir wollen in dieser Folge die Affenquest hinter uns bringen. Machbar ab Kapitel 2, ebenso in Kapitel 3, aber wir machen sie natürlich sofort. Und dementsprechend, ja, letzte Folge schon vorgelesen hier, für die Affen ist die Paarungszeit angebrochen. Findet den richtigen Partner für jeden Affen. Vielleicht passiert etwas Gutes, Fragezeichen. Achte auf die Namen der Affen. Das ist so der kleine Hinweis. Trotzdem würde das Ewigkeiten dauern, wenn man jetzt keinen Guide dafür hätte. Zum Glück haben wir einen. Und erstmal natürlich hier noch die Kisten mitnehmen, die wir letzte Folge nicht aufmachen konnten, eben wegen dieser Zwischensequenz und der Unterbrechung für diesen Guide sozusagen. So. Wir müssen natürlich erstmal bis zum Ende von ganz Xenarkand laufen, nämlich bis Yunalescas Reich Mitte. Ja, hier natürlich noch ein paar mehr Kisten. Tralalala. Energiequelle. Und ich weiß ja gar nicht, ob hier noch was kommt. Muss ich mal selber kurz nachschauen. Ah ja, hier. Guck an. 1000 Gil. Und mir fällt gerade auf, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben alles. Aber ist egal. Macht mir nebenbei. Lichtschleier. So, was es eben nicht alles gibt. Weiter geht's. Wie gesagt, wir müssen erstmal bis in Yunalescas Reich für das erste Teilstück der Mission. So, hier gibt es nämlich nichts zu holen. Da einmal durch. Hier noch die 6 Kisten natürlich mitnehmen. So, 2 Elixiere, mal wieder. Also Elixiere haben wir jetzt eigentlich schon recht viele, ne? Wir haben ja auch schon regelmäßig welche geklaut und so. So, High Potions und 3 Erheilmittel und nochmal 2 Erheilmittel und 2 Äther. Naja, bei Itemtechnik sind wir ja sowieso sehr gut aufgestellt. Von daher Kisten wie immer uninteressant eigentlich. Wie dem auch sei, die Mission fängt hier an. Denn man fängt immer mit so einem Affen an, der sollte rosanen Herzchen über sich stehen hat. Muss man nur kurz schauen, ob irgendwo noch Kisten oder sowas sind. Bin ich mir nämlich gerade auch nicht ganz sicher. Ich glaube aber nicht. Da hinten ja sowieso nicht. Wo ist er da? Haben fast übersehen. So, Lapis ist verliebt. Und wer Minecraft kennt, weiß, wie das Konterstück davon heißt. Von dem Lapis. Nämlich Lazuli. Überraschung, Überraschung. Ich meine, gut, das gibt es auch im echten Leben, das Mineral, aber ich muss kurz selber schauen. Nee, im nächsten Raum. Und jetzt ist es hier natürlich relativ schwierig, nämlich rechts unten und aber dann der obere hier. Lazuli hat sich in Lapis verliebt. Tada! Und das macht man jetzt 12-mal. Der nächste Affe ist in der großen Halle. Oh, hier. Dieser Lenzing. Weiß gar nicht, was das Konterstück dafür ist. Ich habe mir die Namen nämlich nicht aufgeschrieben, nur die Position der Affen. Ist natürlich viel, viel wichtiger. Dafür müssen wir jetzt leider halt wieder mal den ganzen Weg zurücklaufen. Man macht eigentlich nichts anderes, außer immer vom Anfang zum Ende und vom Ende zum Anfang zu laufen. Die ganze Zeit. Ja gut, nicht ganz bis zum Anfang. Also bis zum Treppengang können hier Affen kommen. Das ist bloß der eine, ne? Prüfung kleiner Raum, genau. Jule hat sich in Lenzing verliebt. Lenzing, Jule, Jule, Lenzing, keine Ahnung. Wenn ihr wisst, wieso die Namen zusammenpassen, könnt ihr es mir mal gerne schreiben. So, am Anfang vom Treppengang ist nämlich der nächste Affe. Ohne Guide ist die Nebenquest halt eine Stundenaufgabe. Man muss halt erstmal lernen, wo die ganzen Affen sind. Währenddessen verliert man Geld, weil immer wenn man einen Falschen anspricht, verliert man halt ein Stück Geld. Und da muss man sich die Namen merken und dann die auch noch zuordnen und ach, furchtbare Geschichte. Ignis möchte zu, ich muss selber gucken, ah ja, natürlich. Wohin denn sonst? Wie gesagt, ganz vom Anfang bis ganz zum Ende. Schöne Nebenmission, ne? Ignis, wie hieß nochmal das Gegenstück? Ich überlege gerade. Ignis. Gibt's auch weiter, wenn sie 15, ne? Ignis. Ja, wir müssen nämlich wieder nach oder in Yunalescas Reich gehen. Das heißt, wieder Fahrstuhl fahren, wieder die ganzen Ladebildschirme mitnehmen.
Und dabei ist das erst Nummer 3. So, große Halle. Also, ne, wie es meine Bezeichnungen sind, wie ich die Räume hier nenne, wisst ihr. Hier Letzgas Reich, das ist die große Halle. Davor ist Kammer der Astra. Davor ist die Fahrstuhl, da ist ja nichts. Dann Prüfung großer Raum und Prüfung kleiner Raum und Treppengang. Das sind so die Bezeichnungen in der Reihenfolge, von hier bis nach draußen. Junaleskas Reich, der untere, das heißt der hier. Aquaria. Achso, wegen Feuer und Wasser sozusagen. Ah ja, stimmt. So, dann große Halle rechts habe ich hier stehen. Ich muss ja zum Glück nicht mehr nachdenken. Muss nur noch ablesen, genau. Hier ist der nächste mit seinem Herzen im Kopf. Poem. Poem. Also sowas wie Gedicht anscheinend. Und müssen wir natürlich wieder Fahrstuhl fahren. Muss, glaube ich, fast immer Fahrstuhl fahren. Wäre ja sonst auch alles viel zu einfach. Zum Glück muss man nicht jedes Mal hier den Wächter bekämpfen. Das wäre natürlich der Knüller. So, Prüfung großer Raum. Unten rechts, das heißt der hier. Odius. Wie auch immer das wieder zusammenpasst. Wahrscheinlich Wurterkunft oder sowas. Dann große Halle. Nee. Moment, da ist er. Prüfung großer Raum. Ich bin gerade fast eine Zeile verrutscht. Mango. So. Prüfung großer Raum. Und wir müssen natürlich wieder Fahrstuhl fahren. Wieder nach Junaleskas Reich, aber das letzte Mal dann auch, denn dann haben wir zwei Affen dort versorgt und einen rausgeholt und da gab es ja nur drei Affen. Immerhin muss man dann halt nicht nochmal dahin, ne? Immerhin, das ist einem dann erspart. Aber trotzdem hat man hier noch zwei Affen rumstehen, das heißt, man muss schon mal mindestens noch zweimal hier hingehen. Und in der Kammer der Astra steht auch noch einer rum. Tja, was will man machen? So, zum Mango passt natürlich Olivia, logisch. Wahrscheinlich die Fruchtherkunft, ne? Mittelmeer und so. Keine Ahnung. So, wo ist der nächste? Ich muss selber schauen. Großer Raum. Große Halle links ist der nächste. Dann natürlich wieder Fahrstuhl fahren. Das ist echt grausam, oder? So ein Minispiel. So, zu jenen passt natürlich Yang. Ganz logisch. Mit das Einfachste, glaube ich. Für uns Europäer. So, dann müssen wir wieder Fahrstuhl fahren und dann nochmal Fahrstuhl fahren. Ach, ist doch schön, wenn ich das schon sehe. Prüfung großer Raum oben. Ich hoffe mal, ich meine damit den hier. Ja. So, dann müssen wir nochmal zur Astra. Da ist nämlich der nächste. Der da unten rechts im Eck steht, glaube ich. Muss ja der letzte sein, sonst hätte ich mir aufgeschrieben, welche. Obwohl, man sieht es ja sowieso an den Herzen, ne? So. Genau, der da. Opera. Und mit dem müssen wir ganz am Anfang vom Treppengang gehen. Sind es eigentlich wirklich 14? Ne, sind 12. Siehste, was laber ich? So ist das, wenn man nicht die ganze Tabelle sieht, sondern bloß den oberen Teil sozusagen, der das mal scrollen muss. Meine Beschreibung ist wieder so göttlich. Anfang Treppengang, Bindestrich, rechts, zweiter einzelner Affe von unten. Okay, also nicht der hier, sondern der hier. Arius. Dann muss ich jetzt mal kurz scrollen. Prüfung großer Raum, Überlift. Genau. Müsste dann auch der letzte im großer Prüfungsraum sein. Aber dreimal dürft ihr raten, was wir machen müssen, nachdem wir den mitgenommen haben, den Affen. Richtig, Fahrstuhl fahren. Wäre ja auch albern, wenn nicht. So, einmal den hier mitnehmen. Löwenzahn. Dazu passt natürlich Peter Lustig. Warte, was? Ich frage mich halt, ob das im Japanischen mehr Sinn macht, was man hier verbinden muss. Das wäre echt mal interessant eigentlich zu wissen, weil... Das kann eigentlich nicht sein. Moment, ich glaube rechts unten, ja.
Orchidea. Ja gut, zwei Blumen, ne? Logisch, irgendwie. Dann... Ah ja, natürlich wieder Fahrstuhl fahren, oder? Nee, warte mal. Zuerst hier. Und dann Fahrstuhl fahren. Und wie ihr schon seht, hier ist ja noch einer, das heißt, ich muss hier noch mindestens einmal hin. Mephisto. Passt natürlich zu Diablo. Ja, falsches Spiel. Mephisto bringen wir jetzt auf jeden Fall zu dem ersten einzelnen Affen von unten im Treppengang, ne? Da, wo wir vorhin abgezählt haben, 1 und 2, bringen wir jetzt quasi zum ersten. Also wieder ganz an den Anfang. Wenn man das Muster irgendwann verstanden hat, wird das natürlich relativ logisch, auch wenn man nicht unbedingt weiß, welcher Affe wie heißt. Im Prinzip ist es immer der am weitesten entfernte. So kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Kommt nicht ganz hin, aber zumindest die Richtung stimmt. Angela! Also Engel und Teufel sozusagen. Wahrscheinlich aus dem Italienischen oder so, keine Ahnung. Kenne mich da nicht aus. So, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. Ah ja. Ich will halt immer nicht schon irgendwo hinlaufen, dass ich dann nochmal zurücklaufen muss, wenn ich hier rumfaile. Deswegen lese ich lieber in aller Ruhe nach, wo denn der nächste Affe ist. Dass ich da gezielt hinlaufen kann, auch wenn es dann halt mal die 3 Sekunden dauert. So, der nächste Affe ist nämlich hier in dem Raum. Der hier. Durio. Möchte, Moment, selber nachgucken. Ich könnte ich eigentlich mal nebenbei machen, ne? So, nachgucken, wo ich dann hin muss. Ich muss nämlich zum Treppengang. Ich muss mal nicht Lift fahren. Das ist echt eine Seltenheit. Wahrscheinlich ging es nicht ganz auf. Da mussten sie irgendwo doppelt was hinstellen. Also, dass man einmal nicht Lift fährt. Ja, man fährt genau einmal, glaube ich, nicht mit dem Fahrstuhl. Ist das der hier? Ja, Treppengang ganz oben. Moline. Habe ich auch wieder keine Ahnung, wie das zusammenpassen soll. Weiß ich nicht. Nun ja, noch einmal zu Astra. Und von der Astra nochmal zum Treppengang und vom Treppengang nochmal zur großen Halle und dann haben wir's. Und ihr seht schon, ich habe jetzt hier eine Viertelstunde gebraucht und weiß genau, wo ich hinlaufen muss und wo der nächste Affe ist. Das wäre halt wirklich, wenn man es selber probiert, das erste Mal, dauert die Mission ewig, gefühlt. Weil es halt auch sinnlos langweilig ist. Man hat ja auch keine Kämpfe und sowas. Ist halt alles sehr unspektakulär. Will man eigentlich nur schnell hinter sich bringen, ne? Ich überlege gerade, was das für eine Belohnung ist. Ich weiß ja schon, was wir bekommen, aber ich weiß gerade nicht mehr genau, was es tut. Na, werden wir gleich feststellen. Danach haben wir eh nichts mehr zu tun in dieser Folge. So, hier gibt es bloß einen einzigen Affen, hätte ich fast gesagt. Ne, ist stimmt nicht ganz. Es gibt noch den hier, Undine und Salamander. Und dann gibt es noch den Affen, der hier unten vor der ersten Treppe steht. Irgendwo da. Angie ist auch Luna Luna verliebt. Das deutet jetzt darauf hin, dass es der letzte ist, ne? Weil das erste Mal steht da Luna Luna, endlich. XYZ. Und man weiß natürlich auch, wo der letzte freie Affe ist. An dieser Stelle des Spiels. Man ist ja mehrfach dran vorbeigelaufen. Nämlich in der großen Halle. Ich frage mich eigentlich, warum Julia hier nicht drauf springen kann, auf diese Platte. Das wäre viel entspannter. Vielleicht kann sie es ja, ich habe es bloß nicht ausprobiert. Aber nein, ich glaube, sie kann es nicht. So, kommt der Astra. Natürlich kein Affe mehr frei. Sondern, wie gesagt, in der großen Halle ist der letzte Affe. Der da. Tada! Tada, habe ich gesagt. Sun Sun und Luna Luna. Was das wohl zu bedeuten hat. Die Paarungszeit der Affen ist zu Ende. Sie scheinen alle glücklich zu sein. Die Verliebten werden Familien gründen und sie werden diesen Ort als ihr Zuhause beschützen. Und wir bekommen das Accessoire Tamasa-Seele. Seele vor allen Dingen. Was macht das nochmal? Doppelte MP zuvor erhöhte Zauberwirkung. Natürlich ganz cool, wenn man jetzt irgendwie als Schwarzmagier Schaden rausknallen möchte. Ich glaube, ich habe es immer... Also beim ersten Playthrough habe ich hier mit Goldling gespielt, von den Kreaturenkreationen. Und da habe ich das dann dem angelegt und
der hatte dann halt dermaßen den Schadensoutput, dass der Rest easy going war in dem Spiel. So, an dieser Stelle des Spiels sei euch nochmal gesagt, bevor ihr Kapitel 2 abschließen wollt und nach Guadosalam fliegt, ne? Denn da geht ja dann das weiter, denn wir haben ja die drei Kostümdinger hier gesammelt. Das ist ja jetzt hier ein komplettes LeBlanc-Team sozusagen. Mit wohlproportionierten Brüsten. Vielleicht ein bisschen zu sehr eingequetscht. So ist es eben bei Trainingsanzügen oder was auch immer das sein soll. Ja, wie gesagt. Bevor ihr hier weitermacht, sage ich gesagt, danach geht es nicht mehr weg. Wenn ihr dann nämlich fertig seid, könnt ihr nicht mehr. Ich überlege gerade, könnt ihr? Ne, ich glaube, danach geht es direkt weiter. Also, ihr solltet an dieser Stelle des Spiels auf jeden Fall, wenn ihr könnt, entweder genug Geld grinden, um Waka auszubezahlen, dass er seine Schulden los ist und ihr dann den Guild-Trick machen könnt. Beziehungsweise überhaupt versucht irgendwie den Guild-Trick nochmal an der Stelle des Spiels zu machen. Macht euch mindestens 2 Millionen Gil. Oder mindestens 1,5 Millionen Gil. Aber 2 Millionen ist besser. Ist besser. Doch, doch. Macht lieber 2 Millionen. Geht ja auch schnell. Ich meine, es dauert dann halt 10 Minuten länger oder so. Nicht mal. Es dauert halt vielleicht 5 Minuten länger. Und dann seid ihr gewappnet. Mehr Gil braucht ihr eigentlich nicht. Ja doch, 2 Millionen Gil. Ihr braucht 2 Millionen. Wegen einer Taktik im letzten Kapitel. Ja, macht 2 Millionen Gil. Jetzt hab ich's. So. Genau. Das war's eigentlich von Kapitel 2, was Nebenmissionen angeht. Jetzt folgen bloß noch ein paar Hauptmissionen. Und dann sind wir in Kapitel 2 durch. Und wir können weiter in Kapitel 3 machen. Aber das gehen wir erst in der nächsten Folge an. Dementsprechend macht's gut, meine lieben Freunde. Bis dahin und tschüss. What would you do if you were me? Let me out! I want to see her!